Für die 95.000 Beschäftigten der Sozialwirtschaft Österreich gilt ab 1. Februar 2014 ein neuer Kollektivvertrag. Mindestlöhne und Mindestgrundgehälter steigen um 2,5%. Darüber hinaus erreichten die Vertreter und Vertreterinnen der Gewerkschaften GPA-DJP und wieder rahmenrechtliche Verbesserungen. Vergleichbare Abschlüsse gab es für die 12.000 Caritas und die 4.000 Diakonie-Beschäftigten. Lieg ich am Boden, steh ich wieder auf. War noch nicht alles und ich schwör, ich wart drauf. Alles wird gut, das sieh ich jetzt ein. Mehr als 600 Betriebsrätinnen und Betriebsräte bewiesen bereits im Vorfeld der Verhandlungen bei einer bundesweiten Konferenz ihre Geschlossenheit. Wir brauchen euch in den Kindergärten, wir brauchen euch in der Altenbetreuung, wir brauchen euch in so, so vielen Fällen des Lebens und eure Arbeit muss mehr wert sein. Wir zeigen, wie viele Leute das betrifft. Die sind hier, die werden sich auch artikulieren. Dementsprechend und wir hoffen, dass die Arbeitgeberseite das auch so zur Kenntnis nimmt. Ich freue mich sehr, dass sehr viele Kolleginnen aus ganz Österreich hierher angereist sind und wir ein deutliches Zeichen setzen. Auf jeden Fall einen positiven Abschluss und für alle Beteiligten, dass fair zugeht und nicht wieder so wie früher gesagt, dass wir darum kämpfen müssen, so extrem. Ich finde es super, dass so viele gekommen sind. Bin direkt überrascht und ja, das ganze Programm war super. Einfach Informationen zu kriegen, dass man jetzt ins Betriebsratsgremium gehen kann und dass man dann die Kollegen alle motivieren, das mitmachen, dass man einen gescheiten Kollektiv kriegen. Jetzt sind es über 600. Ich bin wirklich hin und weg, bin sehr beeindruckt und ich glaube, ein besseres Startsignal für die diesjährige Lohnrunde kann es ja gar nicht geben. Ein aktives Zeichen der Solidarität, der Gemeinsamkeit. So fängt man an. Ein starkes Zeichen von uns allen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Den unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern der Beschäftigten gerecht zu werden und die von öffentlichen Haushalten und Institutionen abhängigen Betriebe stellen für die Verhandlerinnen und Verhandler im Gesundheits- und Sozialbereich besondere Herausforderungen dar. Immer wieder unseren Kolleginnen und Kollegen gerecht zu werden, indem sie in Jugendbereich oder im Behindertenbereich oder im Gesundheitsbereich mit unterschiedlichen Arbeitsbedingungen arbeiten, aber dieser Sozialwirtschaft-Kollektivvertrag sozusagen alle abdecken soll. Die hängen sich gerne die soziale Halskette um den Hals und leben in der Öffentlichkeit dieses Social Business. Im eigenen Haus schaut es dann meistens immer ganz anders aus. Bist mein Nervenstrapazierer. Teil der heurigen Verhandlungen waren rahmenrechtliche Forderungen, die ein zusätzliches Einkommensplus bedeuten. Zu Beginn wurden Unterstützungserklärungen von knapp 8.000 Beschäftigten übergeben. Wir fordern die volle Anrechnung von Karenzzeiten auf das Entgeltschema, das heißt auf die Vorrückungen. Derzeit ist es so, dass nur ein Jahr angerechnet wird und das erst ab 1. Februar folgenden Jahres. Und wir wollen diesen Teil der Diskriminierung beseitigen, indem die Karenzzeiten zur Gänze angerechnet werden. Eine Forderung bei den Kollektivvertragsverhandlungen zur Sozialwirtschaft Österreich ist, dass es zur Berücksichtigung kommt der Zuschläge bei den Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Das sind das 13. und 14. Monatsgehalt. Zurzeit werden hier nur berücksichtigt die Zulagen. Weil gerade in unserem Bereich die psychische Belastung sehr enorm ist. Burnout ist auch bei uns immer wieder ein Thema. Daher fordern wir ganz klar nach 5 Jahren, nach 10 Jahren und nach 15 Jahren jeweils 2 Urlaubstage pro Kalenderjahr mehr. Die nicht fachspezifischen Vordienstzeiten werden zurzeit zu 50% bis einer Maximalobergrenze von 6 Jahren angerechnet. Das bedeutet, dass alle, die aus anderen Berufen kommen und in die Sozialarbeit einsteigen, sehr wenig Vordienstzeiten angerechnet bekommen. Wir fordern, dass diese Grenze von 6 Jahren wegfällt. Nicht jede Gewerkschaftsposition konnte umgesetzt werden. Doch mit der vollen Anrechnung der Elternkarenz wurde eine besonders für Frauen wichtige Forderung durchgesetzt. Verbesserungen gab es auch bei der Anrechnung von nicht facheinschlägigen Vordienstzeiten. KV-Löhne und Gehälter, KV-Zulagen und Lehrlingsentschädigungen steigen um 2,5%. Istlöhne und Gehälter sowie alte Lohn- und Gehaltstabellen werden um 2,4% erhöht.
Sie sind wieder dran. Um sich bei den nächsten Verhandlungen noch mehr auf das Rahmenrecht konzentrieren zu können, wurden bereits die Lohn- und Gehaltserhöhungen für das Jahr 2015 vereinbart. Sie steigen um 0,35% höher als der Verbraucherpreisindex. Wir konnten in den frühen Morgenstunden vom 16. Jänner einen Gehaltsabschluss tätigen, einen Doppelabschluss für den Sozialbereich, der für uns sehr gut ist und auch gut vergleichen lässt sich mit anderen Abschlüssen in der GPA-DJB. Und wir haben die Chance und die Möglichkeit, jetzt in den nächsten 1,5 Jahren Schwerpunkte zu bearbeiten, die für uns wichtig sind, wie Arbeitszeit und Verwendungsgruppen. Dankeschön, bis später.